Tag, Herr Pfarrer. Na, Gudrun, Schule aus? Betest du denn auch immer schön von Mittagessen? Nee, ist nicht nötig. Meine Mama kann kochen. Mein Gott, Frau Most, schon wieder betrunken. Das macht doch nichts, Herr Pfarrer. Ich auch. Jetzt etwas Delikates zu essen, aber vorher ein Slivovitz. Oh ja, erzähl mal. Sind Sie wahnsinnig, mit 80 durch die Innenstadt zu rasen? 80? Macht mich die Frisur denn so alt? Hey, du alte Schabracke. Die Bank ist frisch gestrichen. Wie? Grün. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne eine 50-Pfennig-Briefmarke. 50-Pfennig-Briefmarke, bitteschön. Ach, können Sie mal bitte den Preis abmachen? Soll nämlich ein Geschenk sein. Konrad, darf ich mal? Das fühlt sich an wie der Hintern von meiner Frau. Stimmt. Guten Tag, Frau van der Quast. Ich habe gestern Ihren Mann getroffen, aber er hat mich nicht gesehen. Ja, das hat er mir erzählt. Guten Tag, haben Sie das Buch Die Herrschaft der Frau über den Mann? Möglich, schauen Sie mal bei Science Fiction nach. Toller Chef, der zieht sich immer gut an. Und so schnell. Na, Adolf, komm. Ich hab was verloren. Was denn? Den Zweiten Weltkrieg. Unser Dorf soll schöner werden. Hä? Was soll das denn? Gib mir sofort die Leiter her, ich brauch sie. Nein. Wirst du wohl? Nein. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Drei. Na also, warum denn nicht gleich? Sehr geehrter Herr Fernsehdirektor, hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich die Schmach, die Sie mir anlässlich meiner letzten Sendung Kultur rund um die Uhr angetan haben, nicht willens bin zu ertragen. Ich scheide deshalb aus dem Leben. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr Dr. Adolf Hauff. Können Sie nicht aufpassen? Nicht. Liebling, geh ins Bad. Die Flecken kriege ich ja nie mehr wieder aus dem Teppich. Warum müssen Hinrichtungen eigentlich immer zu so unchristlichen Zeiten? Entschuldigen Sie, Herr Direktor. Aber es ist wegen Dexter. Mary Dexter. Mary Dexter, klar. Punkt 6 Uhr, Hinrichtung durch den elektrischen Stuhl. Und? Ich habe Sie soeben vorschriftsmäßig nach Ihrem letzten Willen gefragt. Und? Was will sie? Sie will das Abitur nachmachen. Frau Doktor, dieser Mann stöhnt so furchtbar, da kriegt man ja kein Auge zu. Können Sie den nicht woanders hinlegen? Ja, wohin denn? Wir haben doch keine Betten mehr.
Von mir aus ins Sterbezimmer. Mann, was glauben Sie denn, wo Sie hier sind? Weißt du, Herbert, als ich aus dem Fenster sah, graute der Morgen. Dem Morgen. Na, Gudrun, Schule aus? Hm. Betest du denn auch immer schön vor dem Mittagessen? Nee, ist nicht nötig. Meine Mama kann kochen. Mein Gott, Frau Most, schon wieder betrunken. Das macht doch nichts, Herr Pfarrer. Ich auch. Jetzt etwas Delikates zu essen, aber vorher ein Slivovitz. Oh ja, erzähl mal. Sind Sie wahnsinnig, mit 80 durch die Innenstadt zu rasen? 80? Macht mich die Frisur denn so alt? Hey, du alte Schabracke. Die Bank ist frisch gestrichen. Wie? Grün. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne eine 50-Pfennig-Briefmarke. 50-Pfennig-Briefmarke, bitteschön. Ach, können Sie mal bitte den Preis abmachen? Soll nämlich ein Geschenk sein. Konrad, darf ich mal? Das fühlt sich an wie der Hintern von meiner Frau. Stimmt. Guten Tag, Frau van der Quast. Ich habe gestern Ihren Mann getroffen, aber er hat mich nicht gesehen. Ja, das hat er mir erzählt. Guten Tag, haben Sie das Buch Die Herrschaft der Frau über den Mann? Wirklich, schauen Sie mal bei Science Fiction nach. Toller Chef. Der zieht sich immer gut an. Und so schnell. Na, Adolf, komm. Ich hab was verloren. Was denn? Den Zweiten Weltkrieg. Unser Dorf soll schöner werden. Hä? Was soll das denn? Gib mir sofort die Leiter her, ich brauche sie. Nein. Wirst du wohl? Nein. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Drei. Na also, warum denn nicht gleich? Sehr geehrter Herr Fernsehdirektor, hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich die Schmach, die Sie mir anlässlich meiner letzten Sendung Kultur rund um die Uhr angetan haben, nicht willens bin zu ertragen. Ich scheide deshalb aus dem Leben. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr Dr. Adolf Hauff.